Scheinbar nicht. Aber wir haben einen Skillpunkt, den werde ich jetzt noch vergeben. Charakter. Ja, wir haben auf jeden Fall hier sehr viel zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, hat sich hier irgendwas verändert? Diese Fähigkeit gehört zu deinen Kernfähigkeiten und ist immer aktiv. Schnelle Nahkampfangriffe werden mit einem der Schwerter ausgeführt. Muskelgedächtnis. Erhöht den Schaden bei den schnellen Angriffen um 5%. Adrenalinpunkte gewinnen plus 1%. Warte mal. Igni nutze ich eigentlich gern. Bewirkt einen gezielten feurigen Stoß, fügt Gegnern Schaden zu, entsprechend der Zeichenintensität zu. Also, worauf sollen wir gehen? Warte mal, hier war was bei allgemein, das weiß ich noch ganz genau. Beispielsweise das automatische Heilen. Erhöht die maximale Vitalität um 500 Punkte. Das werde ich auf jeden Fall noch nehmen. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25% und den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Ja, das wird dann auch hier was mit sein. Stoffwechselkontrolle erhöht jegliche maximale eigene Vergiftung um 30 Punkte. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität. Erhöht den Adrenalinausschüttung um 5%. Wutkontrolle. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig, können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden. Das ist auf jeden Fall auch was Schönes. Muskelbolzen ist mir eigentlich egal. Tagsüber regeneriert ihr Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nacht regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt. Okay, das ist eigentlich... Dieser Self-Rack, der ist eigentlich ganz in Ordnung, ne? Ich nehme das. Und danach das. Und danach gucken wir mal, dass wir so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich dann Igni oder den Schwert nehme. Aber wie gesagt, ich werde dann mit dem nächsten Level auf jeden Fall erstmal nochmal die Zeichen... die Ausdauer um 5 erhöhen. Weil jetzt habe ich wenigstens so einen kleinen Selbstheal. Das kann ganz nützlich sein. Aber wir haben leider das Ende dieser Aufnahme erreicht. Wir sehen uns ja dann quasi sowieso jetzt wieder. Aber für mich würde es jetzt eine kleine Auszeit geben. Kannst dein Spiel jetzt nicht speichern. Spiel gespeichert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Geralt, Yennefer und Vesemir und mit mir, eurem Safi. Bis denne! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ich habe mich ja beim letzten Mal nicht ganz so mit Ruhm bekleckert. Ich hoffe, das kann ich diesmal ein bisschen ändern. Komm schon, Plätze. Ich muss mich gerade mal wieder so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Moment. Ja, genau, so war es, schneller reiten. Warte mal, wir hatten auf jeden Fall jede Menge zu tun, sag ich mal so. So. Hier war zum Beispiel ein Fragezeichen, da möchte ich doch aktuelles Ding markieren, bitte. Wie es markieren? Dahin. Kann ich es nicht... Ja, das war clever. Sonst... Wegpunkt platzieren. Warum nicht gleich so? Nein, nein, nein. Dann schauen wir zuerst mal... Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich wusste es. Irgendwas ist da immer. Och, komm schon. Es läuft aber irgendwie stabil. Auch wenn die Karte nicht so stabil läuft. Deserteure! Nein, habt ihr nicht. Okay, wir setzen noch einmal zum Ritt an. So, den wollte ich haben. Ach komm, nehmen wir den auch noch mit. Und du auch noch. Komm jetzt. Zack. Lief doch super, oder? Oh, Moment.
Also ich kann mich nicht beklagen. Kein Schaden und 4 Tode. Ich möchte nicht unbedingt jedes Schwert da aufheben. Habe ich ja nur den Müll. Na, hast du auch was Schönes für mich? Eine Strickleiter. Zwergenschnaps. Meister Wysimas Ohren. Oh. So können wir schön unsere Tränke und Co. aufstocken. Hat sich auf jeden Fall irgendwie gelohnt. Warte, da war noch eine Kiste. Ah ne, es war eine Kerze. Ja, das war doch eine gute Ausbeute, oder? Also ich finde schon. Schauen wir mal, wo wir noch hin können. Dahin. Gibt's hier sonst noch? Alter Schwede, hier gibt's jede Menge zu tun. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier so ein bisschen. Also hier das Ufer, dann gehen wir nach da. Und dann gehen wir nach hier oben und hast du nicht gesehen, ne? Wisst ihr Bescheid. Komm schon, Plätze. Auf jeden Fall jede Menge zu tun. Ich möchte natürlich so weit wie möglich alles mitnehmen. Das Medaillon, das muss ein Ort der Macht sein. Ah, die kenne ich, diese Orte der Macht. Da kriegt man doch einen Skillpunkt, oder wie war das? Fähigkeitenpunkt. So was höre ich doch immer gerne. Charakter. Wir haben... Wo ist er denn? Ach, da unten. Nein. Ich wollte ja noch dieses eine mit plus 500 Gesundheit nehmen und dann gucken wir uns mal an, was wir sonst noch nehmen. Haben wir das schon mal. Bei plus 500 Gesundheit kann man immer nehmen. Gehen wir mal weiter. Da ist das nächste Ziel. Ja, wir machen hier eine kleine Spritztour. Seht ihr das? Heya! Du-dum, du-dum, du-dum. Von A nach B und zwar ganz fix. Ah, Plötze, du brauchst eindeutig mehr Ausdauer. Ah, es geht aber eigentlich. Es ist zu ruhig hier. Viel zu ruhig. So. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Und ein Bär. Boah. Dem habe ich eine geknallt. Oh. Da ist er nochmal und noch eine. Und weil es so schön war, gibt es noch eine drauf. Du Idiot, was machst du denn? Das gibt es nicht. Wo ist er denn? Das ist ein Idiot, der Geralt manchmal. Echt. So. Angriff! Geht doch. Diese Orte der Macht, die können ganz hilfreich sein. Die sollte man nicht außer Acht lassen. Und wir haben auch noch einen Bären gekillt. Wenn das nicht mal was Nettes ist. Sogar ein Sattel. Ort der Macht. Oh, da vibriert richtig das Gamepad. So, was machen wir denn? Was nehmen wir mit? Wir haben auf jeden Fall jede Menge Skillpunkte hier zur Verfügung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir auf Zauberei gehen sollen oder so brachial. Die Fähigkeit gehört zu deinen Kernfähigkeiten und ist immer aktiv. Achso, ja. Rüstungsschmelze. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit der Zeichenintensität bis auf maximal 15%.
Art mit großer Reichweite. Erhöht die Reichweite von Art um 1 Meter. Ausdauerregeneration im Kampf plus 0,5%. Nachhaltige Glyphen. Erhöht die Zeichenwirkdauer um 5 Sekunden. Anzahl der Ladungen im Alternativmodus 7. Anzahl der Fallen im Standardmodus 1. Quenchschild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während er Axie wirkt. Die Intensität von Axie in Dialogen erhöht sich. In Dialogen ist Axie schon ganz nett, ne? Ich glaube aber, ich nehme erstmal die... Oder warte, ich nehme die... Ich nehme erstmal ein bisschen Schwertkunst, ja. Das war ja hier, wo man erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Adrenalingewinn plus 1%. Das dürfte eigentlich ganz gut sein. So hauen wir schneller zu und machen dabei auch noch mehr Schaden. Ja. Zumindest ist das so mein Plan. So. Am besten jetzt zu noch einem Ort der Macht. Dahin. Aber ich schätze mal, das wird ein Banditenlager sein. Das ist ziemlich nah an der Straße. Das könnte durchaus ein Banditenlager sein. Oder ein Ghoul. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein! Blödes Pferd, du. Ich habe ja noch Art. Das ist gar nicht gut. Zack. So, diese Nekrophage wäre dahin. Huah. Na komm. Na komm. Na komm, mein Freund. So, was mussten wir denn hier? Ist das ein Schrein? Scheint mir ganz so. Monsterklaue und Ghoulblut. Was haben wir denn hier? Rostiges Brotmesser. Anzünden. Kann ja nicht schaden, wenn man mal hier so ein bisschen den Göttern huldigt, ja? Was auch immer die Götter hier sein. Shit. Bin ich denn jetzt komplett? Ich hab doch. Okay. Lassen wir das am besten. Jetzt habe ich unnötig was gegessen. Kann ja mal passieren, ne? Soll ich das an der Brücke noch? Komm, weiß ich, nehme das an der Brücke noch mit. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Wegelager, aber Gedöns hier. Moment, ich muss aber kurz noch alles auf Igni ändern. Nicht so schnell, Plötze. Schneller Plötze. Los, los. Warte mal kurz hier, Plötze. Hier unten ist doch irgendwas. Schmuggler versteckt. Kleine Velasrune. Das wäre jetzt natürlich noch hervorragend, hätten wir irgendwie einen Stein oder so. Also ein Schwert, wo wir das Ding einsetzen können. Weil unsere Standardrüstung, die gibt das noch nicht her. Bernstein. Das ist echt nicht schlecht, was wir hier gefunden haben. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Jetzt ist das nächste Ding ist da hinten am Ufer. Kehrtwende. Weltkarte. Da muss das sein. Am liebsten würde ich ja jetzt einfach so weiter hochgehen, ne? Wir gehen erstmal dahin. Wir machen es systematisch so, wie ich es eben geplant habe. Dann sollte das auch passen. Na, wo ist es denn? Ja, plötzlich gibt Gas. Oh Gott.
Schütze! Wieso habe ich denn immer noch Art? Okay, Mann. Zack. Das war Nummer 1. Zack. Das war Nummer 2. Oh lol, auf der anderen Seite sind immer noch welche. Ich probiere jetzt. Jetzt habe ich Igni.